Hallo und herzlich willkommen zu Goyaz Weekly Video. Ich bin jetzt Österreich. Wo geht die Reise hin? Der DAX Trendcheck. Hat der DAX das Schlimmste überstanden? Im kurzfristigen Abwärtstrend hat sich nun ein doppelter Boden gebildet, eine Trendwendeformation in einem Abwärtstrend. Er stieg nun sprunghaft an und hat die 18.000 Punkte zwischenzeitlich zurückerobert. Haben wir die Chartformation Flagge also zu früh abgeschrieben? Für einen Lobgesang ist es noch zu früh. Zum Chart der Woche. Die Aktie von Freenet entwickelt sich zum aktuellen Zeitpunkt sehr gut und hat jüngst charttechnisch wichtige Hürden genommen und könnte nun weiter zulegen. Das Papier des Telekommunikationskonzerns befindet sich nun seit Februar übergeordnet in einem Aufwärtstrend. Der dramatische Absturz Ende Januar bis zum Zwischentief bis ca. Mitte Februar wurde nun komplett weggesteckt. Etwas verzögert agierte da die 200-Tage-Linie als Unterstützung. Der kurzfristige Durchbruch nach unten hätte hier auch zu Folgeverkäufen führen können. Nach einem kurzfristigen Aufwärtstrend kletterte Freenet dynamisch weiter aufwärts und durchbrach hierbei ohne Mühe die 50-Tage-Linie. Es folgte eine Korrektur, bei der die 50-Tage-Linie mehrfach getestet wurde. Diese Unterstützung hielt, seitdem geht es aufwärts. Zuletzt zog die Dynamik weiter an. Die gleitenden Durchschnittslinien von 250 Tagen signalisieren weiterhin den intakten Aufwärtstrend. Das goldene Dreieck, welches den Trend bestätigt, wurde bereits im November vergangenen Jahres gebildet. Der Momentum-Indikator relative Stärke nach Levy zeigt das aktuell starke Momentum mit einem Wert von 1,06 an. Der Kurs der Freenet-Aktie befindet sich aktuell auf Allzeithochniveau. Viele Anleger schreckt dies ab. Allerdings heißt ein Allzeithoch nicht zwangsläufig, dass es zu einer Korrektur kommen muss. Allzeithochs werden gerne auch in den Medien thematisiert, was wiederum zu weiteren steigenden Kursen führen kann. Schnäppchenjäger warten gerne Konsolidierungen ab, um günstiger einzusteigen. Kurzfristig sehen wir ein Kursziel von ca. 28 Euro. Zu den Terminen. Neben einer Reihe von Geschäftszahlen dürfen die Anleger auf den Mittwoch schauen. Dann veröffentlicht die Fed ihre Zinsentscheidung. Man erhofft sich auf der späteren Pressekonferenz Hinweise darauf, wie es mit den Zinsen weitergeht. Weitere Informationen, Nachrichten und vieles mehr finden Sie in unserem kostenlosen Börsenbrief Goyaz Weekly. Weitere Infos sind in der Videobeschreibung verlinkt. Für mehr Börsenerfolg abonnieren Sie unseren Börsenbrief Goyaz Premium. Die Infos hierzu sind ebenfalls in der Videobeschreibung verlinkt. Übrigens ist jetzt seit einigen Wochen unser neues Goyaz online. Schauen Sie gerne vorbei auf goyaz.de. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Und wenn Sie unseren Kanal abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen, aktivieren Sie einfach die Glocke. Alles Gute und viel Erfolg an der Börse. Bis zum nächsten Mal.